Vor dem Parlamentsgebäude in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia wehen 600 weiße Tücher im Wind. Jedes davon steht für 1000 Corona-Tote, denn inzwischen sind mehr als 600.000 Menschen in dem südamerikanischen Land nach einer Corona-Infektion gestorben. Viele Brasilianer machen die Regierung für die vielen Toten verantwortlich. Nur in den USA sind bislang mehr Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Wer trägt die Verantwortung für diese Tragödie? Wer hat etwas falsch gemacht? Es gibt keinen Zweifel, dass die Regierung verantwortlich ist. Sie hat die tödliche Kraft des Virus heruntergespielt. Inzwischen untersucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Corona-Politik der Regierung. Im Mittelpunkt Präsident Jair Bolsonaro. Der Präsident hat Medikamente ohne wissenschaftliche Grundlage empfohlen. Er hat zur Einnahme von Chloroquin geraten. Er ist gegen Masken und für Menschenansammlungen. Und er wollte auch nicht zu Hause bleiben. Er hat Verbrechen begangen und seine Vertrauten auch. Die Kommission hat bereits zahlreiche Verfehlungen aufgedeckt, zum Beispiel bei der Beschaffung von Impfstoffen. Ob die Erkenntnisse zu Konsequenzen führen, ist noch unklar.